Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem 50-Abonnenten-Special auf dem Kanal SusGamer3208. Heute spielen wir ein kurzes kleines Minigame namens Mario Bros. Und ja, ihr habt richtig gehört, nicht Super Mario Bros., Mario Bros. Es sind zwei völlig unterschiedliche Spiele. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich habe euch nämlich noch eine Kleinigkeit mitzuteilen, über die ich sehr lange nachgedacht habe. Ich werde das auch später im Community-Fach mal posten. Einige Zuschauer sollte das sicher freuen. Aber jetzt hätte ich gesagt, labern wir nicht groß um den heißen Brei herum. Fangen wir direkt an. So, dann starten wir. Das Ziel des Spiels ist eigentlich recht einfach. Wir müssen hier die Gegner, beziehungsweise in dem Fall jetzt die Stachis, besiegen. Wenn wir das geschafft haben, ist ein Level vorbei, oder beziehungsweise eine Phase. Und wir kommen in die nächste, wo es dann immer ein wenig schwerer wird. Ich bin gerade am Überlegen, wie viele Phasen es eigentlich in dem Spiel gab. Das Spiel kenne ich auf jeden Fall schon. Ich habe es schon einige Male gespielt. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Dass wir das überlebt haben. Ich glaube, wir haben 3 Leben in dem Spiel. Aber wir können Leben dazu bekommen, wenn wir... Ah, verdammt. Wenn wir die Münzen sammeln. Es sind aber viele Stachis. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt auch ein bisschen weit und sterben hier nicht gleich in der 5. Phase. Aber wie viele Phasen gab's? Ich hab's ewig nicht mehr gezockt. Das Spiel ist auf jeden Fall immer als Minigame auf normalen Mario Games erhältlich. Ich glaube, bei Mario Bros. 3 war das drauf, das Spiel. Bei Yoshi's Island. Und bei Mario & Luigi Superstar Saga. Und das ist auch die Version, die ich gerade zocke. Also wer das Spiel spielen möchte, der kauft sich das gerne mit Mario & Luigi Superstar Saga. Was ein wunderbares Spiel ist. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ah genau, Mario Advanced. Da war das Spiel auch mit drauf. Es ist halt so ein Minigame, wo immer irgendwo mal in der Geschichte von Mario Games immer mal wieder auftaucht. Und ihr seht schon, es sind jetzt nicht nur die Stachis, gegen die wir mehr kämpfen, sondern auch irgendwelche Krebse. Und ich weiß, dass da noch einige Gegner kommen werden. Spoiler aber jetzt noch nicht, welche das sind. Aber einige Gegner kennen wir, glaube ich, gar nicht im Mario-Universum. Wir haben hier in dem Spiel ihren ersten Auftritt. Ich wollte ihn eigentlich nochmal anstupsen, dass er nicht wieder aufwacht. Oh. Und das sind tatsächlich die neuen Gegner. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll.
Wobei, es könnten diese Fliegenmoves sein, die auch in Superstar Saga dabei waren. Bin gerade am Überlegen. Ich meine sogar, das Spiel hatte, haltet euch fest, 99 Phasen. Aber das ist übel schwer, da hinzukommen. Ich bin mal gespannt, bis wohin wir es schaffen. Sollten auf jeden Fall alle Münzen einsammeln. Dass wir am Ende ein paar One-Ups noch bekommen. Oh, was ist das denn? Stimmt, den eisernen Boden gab es auch noch. Der kommt nämlich, glaube ich, jetzt. Ich dachte eigentlich, dass der eisige Boden jetzt kommen würde. Aber anscheinend war das doch später. Ah, da habe ich so meine Erinnerungen. Oh, schnell, schnell, schnell. Ah, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Habt ihr gerade am Ende des Levels diesen Eiszapfen gesehen, diesen Gegner? Schaut mal, der hier. Und dem seine Aufgabe ist es, wie ihr hier seht, den Boden in Eis zu verwandeln. Deswegen sollte man ihn so schnell wie es nur geht töten. Oh, verdammt. Wäre ich da jetzt durchgerannt, wäre ich tot. Das war knapp. Das war knapp. Phase 12. Vielleicht sollte ich auch mal den Hauptblock hier oben nutzen. Mit dem können... Oh, verdammt. Mit dem können wir alle Gegner einmal betäuben. Zumindest, wenn sie den Boden berühren. Zu spät. Oh, verdammt. Mama Mia. Fünf Leben haben wir noch. Das ist aber gar nicht so viel. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ihn wieder befreit. Puh. Aber es werden immer mehr Gegner. Es stellen sich immer mehr Hindernisse in den Weg. Daneben. Ich glaub's nicht. Oh. Oh, war das unnötig. Ich hätte einfach zurück sollen. Verdammt. Weg mit dir. Phase 14.
Ich habe mich in dem Spiel früher immer gefragt, wo spielt das eigentlich? Was ist die Story? Und dazu muss man sagen, das ist wirklich das einzige Mario-Spiel, wo es keine richtige Story gibt. Ist so. Du bist halt quasi in diesem Turm und musst irgendwelche Monster besiegen. Und das war's. Was mich auch immer ein bisschen wundert, ist, dass Mario, also den Charakter, wo wir hier jetzt spielen, dass der eben genau die gleichen Sachen kann, wie zum Beispiel die Spielfigur aus Mario Advance oder auch Mario Bros. USA, wie es so schön heißt. Das ist wirklich ein und dieselbe Spielfigur. Genau so sieht Mario in Mario Bros. Advanced aus. Ah, ich glaube, es sind nur noch die zwei Gegner hier. So. Ah, verdammt! Nein! Ey, was ist das für ein Betrug? Was war das denn gerade? Ich wollte eigentlich losrennen, habe dabei aber den Powerblock hochgenommen. Und habe ihn weggeschmissen. Und bin trotzdem noch gestorben. Weswegen auch immer. So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich alle Münzen einsammle. Ich brauche wieder One-Ups. 5, 4, 3. Gut, 2 Sekunden. Schön. Der Eiszapfen hätte mich ja jetzt fast getroffen. Hilfe. Wo kommt der denn her? Aber mittlerweile sind es so viele Gegner. Da muss ich wirklich aufpassen. Ach komm, wieso fällt der... Ja, genau. Mhm. Der Elf ist fantastisch. Oh, verdammt, und wieder zu spät. Ey, weh, du fällst jetzt. Fällt der da schon wieder rein? Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ey, dieser Eiszapfen nervt mich. Nervt mich so sehr. Aber wir sind schon in Phase 18. Also schlecht sind wir nicht. Schön. Jetzt hätte mich fast wieder so ein Eiszapfen getroffen. Wo kommen die denn auch immer her? Ah, hier kommt er raus. Andere Seite. So, das ist doch schön. Am besten bleibe ich direkt hier oben. Und gehe gar nicht erst weit runter. Denn wenn zu viele Gegner da sind, dann habe ich nicht mehr die geringste Chance. Ey, komm.
Boah, mein Herz. Ich dachte gerade, kommt ein Gegner raus, aber es ist nur eine Münze. Es ist halt überall hier vereist. Ah. Mit dem Pauplock muss ich aufpassen. Ah, kommen wieder zwei Gegner von unterschiedlichen Seiten. Wie soll ich denn... Ey, komm. Ein Leben. Ich habe nur noch ein Leben. Okay, also jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Welche Phase? Okay, Phase 20. Phase 20. Und wir haben nur noch ein Leben. Aufpassen mit dem Eiszapfen. Oh. Ah, es hat gerade nichts gebracht, der Powerblock. Oh, gut. Hab nicht gewusst, dass das noch der einzige... Ey, komm. Was? Continue? Können wir weitermachen? Tatsächlich. Drei Leben haben wir bekommen. Okay. Dann nutzen wir diese drei Leben. Oh. Es sind überall so viele Gegner. Siehst du die Hand vor Augen nicht? Oh, diese Eiszapfen, ich muss aufpassen. So. Schön. Oh nee. Jetzt. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Jetzt habe ich ihn. Ah, ja, Bonus-Game. Da kann ich noch ein One-Up absahen. Wenn ich mich schlau genug anstelle. Verdammt! Geh doch da hoch. 2 Sekunden. 1 Sekunde. 0,9. Boah, war das knapp. Phase 24. Münze, wichtig.
Boah, beinahe wäre er wieder aufgestanden. Beinahe. Oh, was mache ich denn? Es sind ja so viele Gegner. Bleib hier wieder kurz stehen. Ich habe auch das Gefühl, die Gegner werden viel schneller grün und stehen viel schneller wieder auf. Ja, guck. Der ist jetzt auch wieder schnell aufgestanden. Let's go. Oh, ist das dumm? Ist das dumm? Ich habe den Eiszapfen noch gar nicht berührt. Ach komm, und kein einziger Gegner ist irgendwie getroffen. Boah, die stehen so schnell wieder auf. Da kannst du gar nicht gucken. Jetzt los, los, los. Verdammt nochmal. Es sind gerade viel zu viele. Dieser eine Fliegmut-Kerl hier ist schon rot. Nein, jetzt haben wir sogar einen blauen. Drei Leben haben wir noch. Komm, die Phase machen wir noch. Das kriegen wir noch hin. Ey, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Down. Verdammt. Ja, und den nächsten. Achtung, Eiszapfen. Das war knapp. Münze. Andere Seite. Ach, zu spät. Wo kommt er raus? Hier. Natürlich genau da, wo dieses grüne Ding sein Unwesen treibt. Jetzt. Jetzt habe ich dich. Jetzt haben wir halt schon einige Leben verloren. So, an dieser Stelle gibt es einen kurzen Schnitt. Sorry Leute, ich musste kurz weg. Okay, ich muss aufpassen. Ich habe nämlich wieder nur noch ein Leben. Oh nein! Boah! Jetzt habe ich mich genau an die Stelle gestellt, wo dieser Eiszapfen runterkam. Oh, verdammt. Nein. Game over.
Das können wir nicht nochmal. Ja, das Spiel ist vorbei. Alles klar. Aber wir sind weit gekommen. So, jetzt mal zu einem anderen Thema. Viele von euch haben wahrscheinlich schon es im Thumbnail gelesen, wo ich reingeschrieben habe, mein 50 Abonnenten-Special und die Spaltung des Kanals. Ja, ich habe mir lange meine Gedanken dazu gemacht. Letztendlich habe ich mich dann entschlossen, zu meinem 50 Abonnenten-Special meinen Kanal aufzuteilen. Ja, viele werden sich jetzt fragen, wie meinst du das überhaupt oder warum aufteilen? Im Prinzip ist das ganz einfach. Ich habe nämlich vor kurzem das Video, besser gesagt den Short, Voldemort in einem Bild in Hogwarts, also ein Harry Potter Short hochgeladen. Die Sache ist jetzt die, ich glaube, mittlerweile sind 10 Abonnenten, mehr als 10 Abonnenten allein durch dieses Video auf meinen Kanal dazugekommen. Das hat mich so sehr überrascht, weil ich dachte, ja, ich lade jetzt einfach mal so einen Harry Potter Short hoch. Aber dass es so viele Leute sehen wollten, habe ich, das hätte ich niemals geglaubt. Und jetzt hatte ich halt ein Problem, die einen wollten Gaming auf dem Kanal sehen, die anderen, die jetzt dazugekommen sind, wollen Harry Potter Shorts. Da kam mir dann schließlich der Gedanke, hey, wie wär's denn, einen Zweitkanal zu erstellen, nur mit Harry Potter Content? Also, dass ich auf dem Kanal hier nur Gaming mache und auf meinem Zweitkanal dann eben nur Harry Potter Shorts oder generell Harry Potter Material hochladen werde. Die Harry Potter Fans unter euch, die durch den Short auf meinen Kanal aufmerksam geworden sind, sollte das wahrscheinlich sicher freuen. Natürlich wird hier immer mal wieder der ein oder andere Short oder das ein oder andere Video auftauchen, das in irgendeiner Art und Weise mit Harry Potter zu tun hat. Auch wenn ich zum Beispiel Let's Plays zu Harry Potter Games mache, wird es auf meinem Hauptaccount erscheinen. Ja, der zweite Account ist mittlerweile auch schon erstellt. Ich werde euch den direkt mal auf das Übersichtsfeld auf meinem Kanal reinklatschen, dass ihr da direkt mal draufschauen könnt. Den ersten Short habe ich auch schon hochgeladen. Guckt es euch mal an. Ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen von euch da sehen würde. Zum Schluss will ich noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine Abonnenten ausrichten. Ganz große Grüße gehen an der Stelle raus an Eric Olden, Rodolfo Perroche und MK-Fan, die eine meiner ersten Abonnenten waren. Ich kann einfach nur sagen, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal auf meinem Zweitaccount dann vorbeischauen würdet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, egal wo, und ciao, Leute.